So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games. Heute mit dem Special, das sich viele gewünscht haben zu Indie Game TV, nämlich mit den Minecraft-Klonen heute. Und mit dem Part 1 fangen wir jetzt an und da gibt's Castle Miner. Das ist ein, wie schon gerade gesagt, ein Klon von Minecraft für die Xbox. Und das kostet gerade mal 80 Microsoft Points, ist das billigste von den Minecraft-Klonen und das kann man sogar von 2 bis 16 Spielern online spielen. Und das ist ja auch mal nicht so schlecht. Hat eine HD-Unterstützung mit 720p und dann fangen wir gleich mal an. So, und jetzt sind wir hier schon drin, Version 1.43, also 1.43, und drücken wir mal Start. Also, hier gibt es jetzt die Möglichkeiten, online zu spielen, offline zu spielen, und wir spielen jetzt mal offline, und hier gibt es die verschiedenen Möglichkeiten, wo man in der zwar zufällig generierten Welt hingesetzt wird, aber es gibt immer wieder ein paar kleine Sachen, wie zum Beispiel Flachland, das Klassische, wo man da wird man halt zufällig irgendwo hingesetzt. Desert ist die Wüste. Und wir gehen jetzt erstmal in die Lagune. Jetzt lädt erst kurz. Und dann sind wir auch schon. Und wie ihr seht, ich habe meinen Avatar, also meinen Xbox 360 Avatar, als Spielfigur. Die sind nicht so ganz einfach gehalten wie bei der X wie am PC, sondern die sind einfach der jeweilige Avatar und das auch online so wird verwendet. So, mit LT hau ich hier Blöcke kaputt und kann die wegmachen. Ich brauche nicht länger, egal welche, wenn ich hier drüben zum Beispiel zum Stein hingehe, da brauche ich auch nicht länger und die Reichweite ist auch wirklich extrem weit. Das funktioniert zwar nicht, aber Sekunde, ich schaue gerade, wie weit es geht. Also das geht schon mal und das geht auch noch. Das geht nicht mehr, aber also es geht wirklich ziemlich weit, weiter als bei Minecraft, soweit ich weiß. Und oh, da ist eine Höhle. Also ihr seht, es ist alles auch wieder zufällig generiert. Und hier, wenn ich mal ins Wasser gehe, man stirbt nicht. Wie zum Beispiel bei Minecraft, man sieht keine Blasen links oder rechts, die dann weggehen, weil man keine Luft mehr hat. Man kann so lange, wie man möchte, unter Wasser bleiben. Es gibt leider eine bestimmte Tiefe. Man kann nicht so tief wie bei Minecraft nach unten gehen, aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil wenn ich mal gucke, wie weit wir da runterkommen, Sekunde, ich gehe jetzt hier mal hin und jetzt haue ich uns da mal drunter. Ach ja. So, also ihr seht schon, Stein, das macht mir nichts aus. So, jetzt bin ich im Wasser. Jetzt muss ich hier irgendwie solche Felsbrocken noch kaputt machen. Und mich zieht es immer ein bisschen nach oben. Und das ist schon etwas nervig. Aber es ist, ja. Schau, und jetzt hier komme ich nicht mehr weiter. Und wenn ihr schaut, naja, es ist nicht so tief, aber immerhin. Und so. Jetzt komme ich hier nicht weiter. Jetzt kann ich hier mit dem Steuerkreuz kann ich hier auswählen, was ich haben möchte. Zum Beispiel, das ist so eine Laterne hier. Ups, jetzt. Mit RT mache ich die hin, weg. Und jetzt wieder hin. Dann habe ich hier Licht. So, und wenn ich hier auf den Rock gehe, dann kann ich mich hier wieder hochbauen. So, jetzt muss ich mich mal drehen, dass das klappt. So, und jetzt mit A springe ich. Mit X mache ich alles weg, also dass ich nur rumlaufe. Da laufe ich dann schneller als normal. Ups, jetzt bin ich in die Höhle reingefallen. Mal gucken, wie ich hier wieder. Wow, wo komme ich hier denn wieder raus? So. Ah, nehme ich mal wieder meine Hacke und mache alles kaputt, dass ich hier wieder rauskomme. So. So. Halt, da ist noch irgendwas drüber mir. So, jetzt. Jetzt laufe ich dann ein bisschen rum mit
B passiert nichts. Mit Y kann ich ganz meine ganzen Blöcke auswählen. Die habe ich alle von Anfang an. Die sind alle von dem Designer-Team designt worden. Also die sind nicht von Minecraft übernommen worden. Und es gibt 200 verschiedene Blöcke und ja, es ist alles dabei von Gras, Erde und ihr seht auch immer drüber, wenn ich hier bin, das ist zum Beispiel Gras und wenn ich jetzt mal einen Block hinmache, dann steht da Rock oder hier Erde, Dirt und hier Wood Tiles, also Holz. Es ist zwar alles auf Englisch, aber ich glaube nicht, dass das für viele so ein großes Problem ist, wenn es auf Englisch ist. Und ja, mal gucken hier. Es gibt auch welche mit Kohle, wie man gerade gesehen hat. Hier, da ist dann Kohle drin in den Felsbrocken, die dann auch gewonnen werden kann. Aber da man ja eh fast alle unendlich hat, oder ich schätze, dass man alle unendlich oft hat. Und ja, also es ist wirklich cool gemacht. Es ist vor allem ziemlich günstig. Ich weiß leider nicht, wie viele Leute online sind momentan noch, weil online macht es ja wie bekanntlich immer am meisten Spaß. Aber wenn man so eine Gruppe von Spielern ist und man möchte einfach mal gerne auf der Xbox Minecraft spielen. Also ich habe auf dem PC halt Minecraft schon gespielt online und es hat wirklich extrem viel Bock gemacht. Bloß mir fehlt momentan einfach leider die Zeit dazu. Ich schaffe es nicht die ganze Zeit immer zu spielen. Und ups. So, dann bin ich jetzt gleich hier mal oben drauf auf so eine der höchsten Punkte. In dem Castle Miner, muss man jetzt hier ja sagen. Und ihr seht, also die Welt ist wirklich extrem riesig. Wenn man da hinten schaut, da wo ich jetzt hinzeige, da am Steuerkreuz, da ist ja extrem viel noch nach hinten und da ist wirklich jedem Freiraum gelassen. Und ich gehe jetzt einfach mal wieder zurück ins Main-Menü und zeige euch nochmal schnell der Coastal. Und mal gucken, was da ist. Da dauert es komischerweise etwas länger zum Laden. Ich weiß nicht genau warum. Und man kann sich leider keine eigene Spielwelt generieren lassen. Aber ja, hier, das dauert jetzt ein bisschen. Dann wird hier alles regeneriert. Und da sind wir jetzt gleich hier oben. Hups. 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 So, jetzt bin ich hier auf einem der höchsten Punkte und ihr seht, es regeneriert sich langsam, aber wenn es dann einmal da ist, dann ist es auch da und dann geht es auch nicht mehr weg. Hier noch, ups, die Laterne, dann das ist, glaube ich, so, das dürfte. Plaster, oh Gott, was ist Plaster? Ich habe keine Ahnung. Schleim, das ist ja auch lustig, Schleim. Ui. Erinnert ein bisschen so an die Kids Choice Awards. Was haben wir hier? Ach so, Future Metall, also Zukunftsmetall. Okay. Aber wie ihr hier seht, hier ist jetzt mehr mit, ja, wie heißt's, hier unten seht ihr, wow, ich glaube nicht, dass ich sterbe. Hier, das ist Sand, der schaut halt ziemlich weiß aus. Und irgendwie schaut es komischerweise die ganzen Felsen unter Wasser wie blaue Felsen aus und nicht grau, wie es eigentlich gehört, wie hier. Rock, das ist grau. Und da kann man jetzt schön laufen. Und man sieht auch immer mit diesem gelben Rahmen, wo was ist. Und jetzt ist meine Spielzeit abgelaufen, weil ich habe mir das Spiel leider nicht gekauft. Aber ich kann es nur empfehlen. Ich habe momentan leider keine Zeit, es zu spielen. Ich habe noch zu viele andere Spiele zum Spielen. Aber für jeden, der Minecraft liebt und auch wirklich Zeit hat, sich da auszutoben, ist es wirklich super. Man kann auch speichern im Spiel, dass man immer wieder an seine Stelle zurückgesetzt wird. Und es ist einfach super für jeden, der Bock drauf hat, mit Blöcken zu spielen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge von. Oder zum zweiten Teil, zum Special von Indie Game TV. Es gibt leider keinen Indie Game Marktplatz, wie man hier sieht. Wenn ich hier auf, hopp, nein, auf Spielemarktplatz gehe, hier gibt es nichts mehr. Und wenn ich auf Spiele auf neu gehe, kommen nur Arcade Games und normale Spiele hier, Arcade. Und keine anderen Spiele. Das ist sehr schade. Und wenn ich auf Empfehlungen gehe, kommen hier leider auch nur Xbox-Spiele und Arcade-Games.
Es ist sehr schade, ich habe schon bei Microsoft nachgefragt, was mit dem ist. Die konnten mir nichts Genaueres nennen. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.